Mahlzeit! Es ist wieder euer Chefkoch hier und meine Stimme ist ein bisschen weg. Aber das wird sich schon wieder einrenken. Und ja, wie im letzten Video wollte ich jetzt heute auch nochmal fragen, fremde Leute, wie sie ihre Schulzeit verbracht haben, beziehungsweise nicht verbracht haben, wie sie ihre Schulzeit eben nicht verbracht haben, und zwar geschwänzt haben. Und das ist halt ein Anlass für eine Freundin, die wollte, dass ich das mal frage. Und dachte ich, okay, dann gehe ich einfach jetzt mal rein. Und frage einfach mal fremde Leute. Und ja, sie guckt sich die Videos halt auch mal an, soweit ich das weiß. Du schaust sie sich an, oder? Und ja, hoffe ich, dass du hier deine Antworten auf deine Frage bekommst. Und ja, quatsch mich lange rum. Wir schauen mal, was kommt. Guten Morgen! Ah, schade. Na, jeje. Guten Morgen. Nein. Gut, ja, das ist ja schon wieder hier. Guten Morgen, darf ich eine kurze Frage stellen? Nein, darf ich hier nicht. Guten Morgen, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Oh. Ach, verdammt. Guten Morgen, darf ich dir eine kurze Frage. Guten Morgen, darf ich eine kurze Frage stellen? Darf ich eine Frage stellen? Ja. Und zwar, du hörst dich noch ein bisschen jung an, ne? Du gehst bestimmt noch zur Schule. Ja. Und zwar, wie schwänzt du Stunden? Sagst du einfach nur, mir ist übel, oder erfindest du richtig krasse Geschichten, dass du nicht zur Schule gehen musst oder deinen Lehrern, dass du nach früher nach Hause gehen darfst? Also, du bist eine fleißige Schülerin? Ja. Okay, ja gut, das war's ja schon. Wenn du nicht schwänzt, dann ist das halt so. Okay. Vielen Dank, ciao, ciao. Moin, moin. Das ist aber schnell weitergemacht. Moin, moin, darf ich eine kurze Frage stellen? Und zwar, wenn du früher zur Schule gegangen warst oder jetzt immer noch zur Schule gehst, wie hast du deine Stunden geschwänzt? Hast du gesagt gehabt, einfach nur mir ist übel, oder hast du richtig krasse Geschichten erfunden, wo du deinen Lehrer geschockt hast und früher nach Hause gehen durftest oder wie auch immer? Was hast du so das wie hast du das so das damals gemacht? Herr Woki, erzählen Sie mal. Aber schönes Zimmer. Gefällt mir. Ich bin gerade überlegen, wie hieß das Spiel hier nochmal mit diesen Würmern? Worms? Worms? Worms 3 gab es mal, ne? Ja, genau. Also, warte kurz auf deine Antwort ab, halt, wie du das mal gemacht hast. Ich habe mich immer krank gestellt. Ah, okay. Und musstest du nicht immer auch, man musste auch immer zum Arzt dann so das auch vorzeigen, also der Schule, dass man so einen Krankenschein hatte, oder? Oder ging das bei euch immer so durch? Okay, wir muten uns manchmal, dass wir hier kurz was sehen können. Weil das stimmt. Ja gut, wenn man wirklich viel krank ist, also aus unerklärlichen Gründen oder weil man blau macht, das natürlich kann auch schief gehen. Ja, super. Und in wel also gehst du noch zur Schule oder bist du schon aus dem Schulalter raus? Wenn ich das noch fragen dürfte. Okay, super, bin 24. Ja, ich bin 21, deswegen, ja, deswegen. Aber ich frage das halt für eine Freundin, die ist noch, geht noch zur Schule und die hat gesagt, glaube ich, soll das mal einfach mal. Sie hat nie eine, oder sie brauchte Ausreden. Und da habe ich gesagt, okay, frage ich da einfach mal fremde Leute hier, das ist doch mal ganz lustig, dachte ich mir. Okay, ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche dir noch einen schönen, ja, schönen Resttag. Man sieht sich wieder. Ciao, ciao. War doch nett gewesen. Guten Morgen. Oh, ja. Guten Morgen. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du angezogen? Hallo, darf ich dir eine Frage stellen? Nick mir mal im Kopf, wenn ich dir eine Frage stellen darf. Das heißt, du hörst mich. Okay, perfekt. Du siehst schon ein bisschen älter aus. Das heißt, du bist ja aus der Schulalter ja schon raus. Hast du früher die Schule geschwänzt? Wenn ja, wie? Hast du einfach nur
dir war einfach nur übel gewesen, hast du das mal erzählt, oder hast du gesagt gehabt, richtig krasse Geschichten erfunden, keine Ahnung, Autounfall etc. etc., dass du nicht zur Schule gehen musstest, oder halt deinen Lehrern, dass du früher nach Hause gehen durftest. Wie hast du das so gemacht? Drecksack. Der war wieder frei bekleidet. Guten Morgen, darf ich dir eine Frage stellen? Na. Hallihallo. Darf ich. Nein, darf ich nicht. Alter, was ist das? Oh Gott, bitte mit. ich frage an die Jungs, die dahinter sitzen. Ach, schade. Morgen, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Nein, darf ich nicht. Guten Morgen, darf ich dir eine kurze. Alter! Guten Morgen, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Guten Morgen, hallo, hallihallo, hallo. Darf ich dir eine Frage stellen? Was war das? Jackie Chan? Guten Morgen, kein guten Morgen. Guten Morgen! Alter, haben die einfach einen schlechten Tag hier, ey. Hallihallo, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Guten Morgen! Dich trifft man jedes Mal hier, jedes Mal. Darf ich dir eine Frage stellen mal wieder? Als du früher zur Schule gegangen warst, da hast du bestimmt mal auch ein paar Stunden geschwänzt. Was hast du gesagt? Einfach nur, mir ist übel, krankheitsbedingt, oder hast du richtig krasse Geschichten erfunden? Mal angemerkt, das ist der beste Typ überhaupt, ey. Der trifft mich jedes Mal. Was? Nichts mit Zwiebeln. Als du früher zur Schule gegangen warst und die Stunden geschwänzt hast, hast du gesagt, dir ist übel? Da gegangen bist, ja. Hast du gesagt, dir war übel, oder hast du richtig krasse Geschichten erfunden und gesagt, hier, kein Autounfall etc. etc., dass du halt nicht dorthin gehen musstest, also oder früher nach Hause gehen durftest. Fällt dir irgendwas spontan ein? Und das hat immer geklappt? Ob das immer geklappt hat? Einfach nur sagen, ich habe Kopfschmerzen und Übelkeiten und. Okay, krass. Das, die haben Schulen früher gehabt? Alter, das. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Super. Es hat mich gefreut, wieder dich mal zu treffen. Man sieht sich. Ciao, ciao. Das ist der beste Mann überhaupt. Der beste überhaupt. Moin, darf ich eine kurze. Was macht der Mann da? Was macht der Mann da? Ihr werdet es wahrscheinlich, warte, ihr würdet das ja wahrscheinlich nicht sehen, weil ich das rausschneiden muss oder halt schockieren, also hier, ne, verpixeln muss. So, das war das Wort, worüber ich gesucht habe. Aber um es mal zu beschreiben, der ist nackt, die Cam zeigt sein Bart oder irgendwas ähnliches und der putzt das. Oder sein Fenster hat er gerade geputzt. Ich weiß es nicht, also, aber warum? Warum macht man das? Ist mir gerade aufgefallen, ich habe ganze Zeit auf mich selber geguckt, anstatt oben in die Kamera. Es tut mir leid. Okay, wir suchen weiter. Guten Morgen. Okay, das war schon wieder. Moin, moin. Darf ich eine kurze Frage stellen? Gerade der Typ mit dem Laptop, der hat die Kamera doch hinter sich gehabt. Hat er die auf dem Schulter wie so eine Papagei sitzen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Moin, moin. Darf ich eine kurze Frage stellen? Oh. Guten Morgen. Nein. Warte mal, das ist doch voll. Guten Morgen, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Hallo, darf ich eine Frage stellen? Ah! Diesen. Die haben, sind alles so Morgenmuffel, habe ich das Gefühl. Die, man fragt so, hey, guten Morgen, weißt du, so voll nett in die Welt hinein und die alle klick weiter. Was ist los? Was ist da los da draußen? Müssen wir ein bisschen. Ich war eben schon im Hund spazieren gewesen. Bei dieser Kälte, es schneit bei uns. Da wird man fit. Fit im Kopf. Und ich habe Hunger. Wie immer. Aber das ist ja nichts Neues. Guten Morgen, darf ich dir.
Moin, moin, darf ich euch eine Frage stellen? Uiuiui, ui, der ist ja schon ganz rot. Moin, moin, darf ich eine Frage stellen? Moin, moin, darf ich dir eine kleine Frage stellen? Oh, ist ja nichts los hier. Das will ich gar nicht wissen. Guten Morgen. Die sind alles so Morgenmuffel. Guten Morgen, Alter! Das ist doch nicht normal! Guten. Ich kann gar nichts sagen. Das ist auch wieder. Nee. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ach, der antwortet sowieso nie. Der auch nie. Alter, das ist doch. Guten Morgen, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Also, wir haben heute gar kein Glück. Darf ich dir. Nein. Moin, moin, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Guten Morgen, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Was? Oh, moin, moin, darf ich euch eine kurze Frage stellen, Jungs? Ja, warte, ich habe auch eine. Wir können rufen, sonst sieht es ja aus. Egal, darf ich dann auch eine Frage an dich stellen? Alter, Leute beleidigen beim Weitermachen. Moin, moin, darf ich eine kurze Frage stellen? Was stimmt mit den Leuten hier nicht? Was war das? Polizei, YOLO. Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Ich will dir nur eine Frage stellen. Du musst dich auch nicht dafür zeigen. Du musst nur mit mir reden. Und zwar, oder schreiben, wie auch immer. Als du früher zur Schule gegangen bist, hast du da Stunden geschwänzt? Wenn ja, wie hast du das gemacht? Einfach nur gesagt, mir war übel, schlecht, etc. Oder hast du richtig krasse Geschichten erfunden, dass du nicht zur Schule gehen musstest? Ah, guck mal, da zeigt er sich direkt. Mensch. Ah, du siehst auch noch jung aus. Du siehst noch aus, als wärst du Schüler, glaube ich jetzt mal. Deswegen trifft dich. Ach so, okay, doch. Entschuldigung, dann. Aber gut, ist doch nett, wenn man dich jung einschätzt. Aber wie hast du das gemacht? Einfach nur gesagt, mir ist übel oder hast du krasse Storys erfunden, damit du die Schule geschwänzt hast? Wie hast du das so gemacht? Hast du überhaupt geschwänzt? Manche sind ja brav und lieb, die sagen, ich gehe fleißig zur Schule. Hört man mich? Dich hört man ja. Ich habe eigentlich den Fieberthermometer genommen immer und dann ins heiße Wasser und dann gesagt, ich habe Fieber. Okay, das hast du deinen Eltern erzählt. Und wenn du mal früher nach Hause gehen möchtest, was hast du den Lehrern erzählt eventuell? Mir schlecht oder so. Okay. Aber nichts Krasses eigentlich. Also so, also die normale Standardleier so ungefähr, immer krankheitsbedingt. Ah, Ja. okay. Super, super. Dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank dafür, das war's eigentlich auch schon. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Jo, ciao. Herr Jemini, deswegen, guten Morgen. Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Darf ich dir eine Frage stellen? Was ist mit los mit den Leuten hier? Was stimmt hier nicht mit denen? Guten Morgen, Hallihallo. Ach, ist das eklig? Guten Morgen, darf ich eine kurze Frage stellen? Und zwar, als du früher zur Schule gegangen bist, und die Stunden geschwänzt hast, eventuell, wie hast du das gemacht? Einfach nur gesagt, ich bin krank, Kopfschmerzen, Übelkeit, oder hast du richtig krasse Geschichten erfunden? Oder halt, wenn du früher nach Hause möchtest, sag ich mal, was hast du deinen Lehrern erzählt? Irgendwas, was spontan dir so einfällt? Also ich höre dich leider nicht, wenn du was sagen solltest. Nicht für mich, aber für eine Freundin. Ich bin aus dem Schulalter raus, aber für eine Freundin, die hat mich das mal gefragt. Und dann dachte ich hier, ob Meggle gibt es doch die besten Leute, die man für so einen Driss einfach mal fragen kann. Ah, siehst du? Ja gut. Ich bin auch einer, der wenig geschwänzt hat, sage ich jetzt mal. Eigentlich auch nicht, weil mir es so unnötig war, immer den ganzen Stoff nachzuholen, weil mir
zu aufwendig. Okay, super, ja. Vielen Dank dafür, das war's eigentlich schon. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, man sieht sich. Ciao, ciao. Ja, nett. Jo, dann machen wir einfach mal Stopp. Dann lassen wir es mal heute für da, das sollte reichen. Hoppala. Und ja, heute das Resultat war wieder mal gewesen, dass einfach die Leute einfach gesagt haben, ich bin krank, Kopfschmerzen, was auch immer. Ich bin gerade wirklich aber zurückgelegen gewesen, wie ich das gemacht habe. Also, da meine Mutter, wie gesagt, ein ziemlicher Schießhund war in der Sache, dass ich fleißig und ordentlich bin und zur Schule gegangen bin, wie jetzt gerade sollte ich in der Uni sein, aber habe ich sonst eigentlich wirklich wenig geschwänzt. Wie gesagt, ich habe das... Wie war das so aufwendig gewesen? Warum soll ich länger schlafen können, damit ich aber dann trotzdem am Laufe des Tages die ganzen Hausaufgaben nachfragen muss, auch wenn ich sie ja nie gemacht habe oder ab und zu nicht gemacht habe. Aber alles wieder nachzuholen, was man verpasst hat, das fand ich immer ziemlich aufwendig. Deswegen habe ich eigentlich persönlich recht wenig geschwätzt. In der Oberstufe wurde es ein bisschen mehr, aber so in den kleinen Klassen nicht. Naja, wie gesagt, Ergebnis war, die meisten haben sich auf die Gesundheitsschiene berufen und gesagt, Kopfschmerzen, Übelkeit. Geschichten wurden keine erfunden. Gut, sei es drum. Ja, wenn ihr eigentlich mal Fragen habt an mich oder beziehungsweise an die Community hier an Omegle, die ich fragen soll für euren Namen, schreibt sie mir einfach in den Kommentar. Wenn es euch sowieso gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Also, man sieht sich, euer Chefkoch. Ciao, ciao.